Moin Leute, mittlerweile steht schon der vierte Spieltag der zweiten Bundesliga auf dem Plan. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren. Ich sage auch immer gerne dazu, es ist lediglich eine Prognose und es sind nicht meine Tipps. Außerdem bin ich kein Top-Kommentator, das heißt, ein paar Sprachfehler sind eventuell dabei. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Ingolstadt gegen Aue. Los geht's! Weder Ingolstadt noch Aue können momentan mit diesem Saisonstart zufrieden sein. Drei Spiele, noch kein Sieg, zwei Punkte bei Ingolstadt und ein Punkt lediglich bei Aue stehen auf dem Tableau. Die bessere Anfangsphase gehörte hier den Schanzern und das ist Thomas Pledel, der relativ alleine auf Mennel zugehen kann und das 1:0 macht. Nach fünf Spielminuten bereits die Führung für die Gastgeber, der FC Erzgebirge Aue, aber mit großer Moral und im ersten Durchgang kamen sie nochmal zu dieser Möglichkeit durch Jan Hochscheid von Kalich, super freigespielt, das 1:1. Nach der Pleite in Köln hatten sie aber einige gute Ansätze gezeigt, die Aue, und das brachten sie hier auch noch mit. Weiterhin noch der erste Durchgang, Pascal, Tess, Troth und Dennis Kempe mit dem 1:2. Sogar noch in der ersten Halbzeit, 5 Minuten Nachspielzeit, waren abgelaufen, noch eine kurze Verletzungsunterbrechung. Dementsprechend war das auch so durchaus nachvollziehbar vom Schiedsrichter. Im zweiten Durchgang taten sich die Schanzer sehr schwer, lange Zeit Möglichkeiten herauszuspielen. Dann dauerte es bis zur 67. und dann gab es diese Möglichkeit für Osawe, den Neuzugang aus Kaiserslautern. Normalerweise das sichere 2:2. Aue hatte jetzt hinten richtig Probleme. Stefan Kutschke aber im Abschluss auch wiederum glücklos. Mennel muss nicht eingreifen, Glück für ihn, ansonsten wäre es richtig gefährlich gewesen. Und nochmal Ingolstadt, nochmal Röcher, aber der Österreicher, der schon einmal erfolgreich war in dieser Saison, etwas glücklos im Abschluss. Und so gewinnt Aue etwas glücklich mit 2:1 letztendlich, aber das hatten sie sich im ersten Durchgang durchaus erarbeitet und Ingolstadt war im Abschluss einfach zu fahrlässig. Beim 2:2 gegen Greuther Fürth zeigte Paderborn in Unterzahl richtig Moral und konnte durch zwei späte Tore eben noch den Ausgleich besorgen. Hier hatte Bochum aber die bessere Anfangsphase in ihren Reihen. Hinterseher von Weiland bedient, muss hier eigentlich das frühe 1:0 machen, scheitert aber noch an seinem linken Fuß. Etwas schwierig die Ballabnahme und dementsprechend keine Gefahr für Zingerle. Paderborn hatte auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, in der 26. auf 1:0 zu stellen und Christopher Antwi Ajesh nutzte diese auch. Schön kühl geblieben vor Manuel Riemann, der dann chancenlos ist. Und es gab vor der Pause noch die Möglichkeit zum 2:0. Diesmal ist Riemann aber da. Gegen Marlon Ritter ist er zur Stelle, zeigt seine Klasse. Im rosanen Jersey macht er das relativ souverän und klärt den Ball zur Ecke, aus der nichts resultierte. Im zweiten Durchgang war Bochum drauf und dran, das 1:1 zu erzielen. Robbie Cruz auf Hinterseher, dann eine tolle Reaktion von Zingerle, der immer wieder dazwischen war, wenn es gefährlich wurde. Schwede dann ist das, Tobias Schwede auf Clement, aber wieder Riemann, der hier die Entscheidung, die frühzeitige für Paderborn verhindert, sodass es bis zum Ende hin spannend blieb beim 1:0. Für Paderborn und die Möglichkeit für Bochum noch auszugleichen. Pantovic, aber zu harmlos. Für Zingerle kein Problem. Der überragende Mann an diesem Freitagabend. Paderborn gewinnt mit 1:0 gegen Bochum und zieht damit den zweiten Saisonsieg ein. Das 3:0 im Volksparkstadion sah am Ende für Bielefeld deutlich zu krass aus, als es eigentlich war. Die Bielefelder haben lange Zeit gut mitgehalten und mit etwas mehr Glück hätten sie auch zumindest einen Punkt mitnehmen können. Hier starten die Regensburger richtig gut in die Partie. Am Samstagmittag war es Stefan Ortega Moreno nach 6 Minuten, der hier den Schuss von Freis abwehrt und das frühe 0:1 verhindert. Doch die Regensburger waren stärker in der Partie und Bielefeld wies immer wieder Lücken auf. George ist das. Jan George auf Andreas Geipel. 0:1, 17. Spielminute. Sein erstes Saisontor und Regensburg damit schon mal ganz oben auf. Und sie spielten weiter nach vorne. Nächste Möglichkeit, nächstes Tor. 34. Jan George machte das 0:2 noch vor der Pause. Und Bielefeld wirkte erstmal desillusioniert. Doch nur wenig später wachten sie auf. Klos auf! Nils Seufert, 38. Minute. Der Anschluss war vor der Pause schon mal geschafft. Und im zweiten Durchgang war dann wieder alles offen. Doch Regensburg hatte auch Möglichkeiten zur Entscheidung. Freis, aber direkt in die Arme von Ortega
Moreno, Bielefeld, eine knappe Stunde gespielt, wurde immer gefährlicher. Staude an den Pfosten, nochmal Staude. Und dann das 2:2. Bielefeld holt also 0:2 auf. 64 Minuten waren hier von der Uhr und es war noch genug Zeit, um diese Partie in beide Richtungen zu entscheiden. Jetzt noch eine knappe Viertelstunde auf der Uhr. Das ist Fabian Klos. Das ist wieder Nils Seufert. Und wieder das Tor. Es war wahnsinnig, was sich hier abspielte. 3:2 in der 78. Spielminute. Doch auch Regensburg hatte noch mal etwas zu melden. Wir sind schon in der Nachspielzeit. George scheitert an Ortega Moreno. Die Situation noch nicht geklärt. Andreas Geipel versucht es. George, und dann ist der Ball im Tor. Aber er stand im Abseits. Das Spektakel findet in einem Abseitstor sein Ende. Bielefeld gewinnt im Endeffekt nach 0:2 Rückstand mit 3:2. Nicht unverdient, aber Regensburg muss sich den Vorwurf machen lassen, dass sie nicht hier rechtzeitig die Entscheidung herbeigeführt haben. Der MSV muss so langsam auch mal die ersten Punkte einfahren. Nach 3 Spielen mit 0:6 Toren auf dem Tabellenplatz 18 ist nicht das, was man sich erwartet hat bei den Meiderichern. Sie begannen hier gegen Fürth aber sehr gut. Stoppelkamp mit der ersten Möglichkeit. Sascha Burchardt hier noch ohne Probleme den Ball zu parieren. Aber Duisburg war besser im ersten Durchgang. Etwas über eine halbe Stunde gespielt, dass es dann schnell hat. Und der überragende Boris Taschi mit diesem tollen Abschluss. Sein erstes Saisontor. Ja, eben überhaupt erst das erste Tor für die Duisburger in der Saison. Im zweiten Durchgang zog sich das weiterhin fort. Fürth kam gar nicht in diese Partie nach dem 2:2 gegen Paderborn, wo sie in Überzahl noch 2 späte Gegentore hinnehmen mussten, waren sie hier gar nicht gut in der Partie. Lediglich Sascha Burchardt auf Zweitliga-Niveau. Stunde gespielt, Duisburg musste eigentlich das zweite Tor jetzt zur Sicherheit erzielen. Boris Taschi und Lukas Fröde, der dann scheitert, nach 61 Minuten eben die Entscheidung auf dem Fuß hat, sie aber vergibt, denn das wäre sie gewesen. Fürth kam kaum nach vorne. 20 Minuten knapp vor dem Ende kam sie dann aber nochmal. Aber Parker, Neuzugang, dann deutlich zu harmlos. Kein Problem für Davari. Duisburg holt die ersten 3 Punkte in dieser Saison, gewinnt hochverdient mit 1:0 gegen viel zu schwache Fürther. Tristesse bei SG Dynamo Dresden. Etwas, was man normalerweise gar nicht kennt. Die Stimmung war trotzdem überragend. Der Hamburger Sportverein war zu Gast. Nach 2:3:0 Siegen in der Liga in Folge waren sie hier hochmotiviert. Und das ist Schubert mit einer Parade. Aber Ito staubt ab. Nach 4 Spielminuten liegt der HSV bereits mit 1:0 in Führung. Erstes Bundesligator für Tatsuya Ito. Für Schubert, der erst noch gut reagiert, keine Chance. Nur knapp 10 Minuten später. Eckstoß von der rechten Seite. Hereingetreten von Holtby an die Latte. Und dann ist Khaled Nareit wieder zum Abstauben da. Sein 3. Saisontor. Ganz ähnlich. Steht völlig frei auf dem 2. Pfosten wie schon Ito beim 1:0. Aber Dresden meldete sich vor der Pause noch einmal. Duljevic. Haris Duljevic. Das 1:2 vor der Pause. Also damit die Möglichkeit gewährt, im 2. Durchgang nochmal alles zu drehen. Die Zuschauer, wie gesagt, die sind sowieso immer da. Es war eine überragende Atmosphäre. Der Hamburger Sportverein natürlich auch mit vielen Fans dabei. Im 2. Durchgang war dann Pollersbeck mehr und mehr im Fokus, weil der HSV die Partie hier völlig aus der Hand gab. Pollersbeck aber in der gefährdeten Ecke. Nur wenig später wieder Dresden. Ah, Osman ist das Pfosten. Jetzt war auch Pech dabei und Glück beim HSV. 20 Minuten vor dem Ende gab es dann aber die Möglichkeit zur Entscheidung. Naray scheitert an Schubert und Lazoga dann auch nochmal. Letztendlich sollte sich das aber nicht mehr rächen. Die letzte große Möglichkeit in der Partie gehörte hier dem HSV und im Endeffekt gewinnen sie durch 2 sehr frühe Tore mit 2:1. Dresden hätte sich aber zumindest das 2:2 noch verdient gehabt. Der SV Sandhausen empfing den 1. FC Union Berlin am Sonntagnachmittag und es war durchaus unterhaltsam, weil Union Berlin richtig gut nach vorne spielte. Das 4:1 gegen St. Pauli vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, dennoch waren sie hier super auch in der Partie. Lomp mit der ersten Parade, die Aktion dann letztendlich von Paccarada geklärt. Das 0:1 bis dahin schon überfällig. Vor der Pause nochmal die Eisernen, das ist Akaki Gogia, Schmiedebach, Anderson legt auf und Kroos hat dann relativ leichtes Spiel und hängt den Ball dennoch in den Winkel. Unhaltbar nach 45 Minuten die hochverdiente Führung
für die Gäste. Im zweiten Durchgang kam dann auch Sandhausen mal nach vorne, die ja auch noch nicht so richtig in der Saison angekommen sind. Und das muss von Schleusener dann spätestens das 1:1 sein. Solche Möglichkeiten gegen so einen Gegner müssen dann auch einfach mal drin sein. So steht man dann eben mit 0 Punkten nach 3 Spielen da. Doch sie bewiesen Moral. Die 11 von Kenan Kotschak war hier drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Aber Gikiewicz mit einer tollen Parade. Wir sind schon in der Schlussminute fast angelangt. Nochmal Pakarada und wieder Gikiewicz, der das 1:0 für seine Eisernen festhält. Sandhausen hätte sich hier mit dem 1:1 definitiv zumindest moralisch belohnen können. Aber Union Berlin gewinnt letztendlich dennoch mit 1:0. Die Braun-Weißen mussten am letzten Spieltag gegen Union Berlin eine richtige Klatsche hinnehmen. 4:1 hagelte es da. Eine Pleite auf den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer. Aber hier hatte Köln die bessere Anfangsphase. 21 Spielminuten von der Uhr. Cosiello mit der besten der Möglichkeiten. Köln hatte die Partie in der eigenen Hand, aber es fehlte noch der Treffer. Nach einer halben Stunde dann nochmal St. Pauli etwas gefährlich nach vorne, aber viel zu harmlos, um einen Horn da aus der Fassung zu bringen. Nach der Pause die Braun-Weißen etwas besser aufgestellt. Neudecker Risse erstmal dazwischen. Schöne abgegrätschte Situation, sodass es nicht gefährlich wurde. Köln zog sich etwas mehr zurück, hatten die Partie dann etwas aus der Hand gegeben. Und nach einer knappen Stunde kam wieder St. Pauli. Richard Neudecker ist das. Richard Neudecker und Fehrmann, der auch schon beim letzten Spiel gegen Union getroffen hatte, grätscht den Ball hier irgendwie über die Linie, ist da dran mit dem Fuß. Ein Instinktstürmer, möchte man fast sagen. Und Köln tat sich schwer damit, das zu korrigieren bis zur Schlussphase. Und dann gab es diese Möglichkeit. Und um ein Haar doch noch das 1:1. Christian Clemens ist mit dem Fuß dran und Himmelmann wäre fast chancenlos gewesen. Und so gewinnt St. Pauli im Endeffekt dann doch etwas glücklich mit 1:0 gegen den ersten FC Köln, die erste Niederlage der Saison hinnehmen müssen. Der erste FC Heidenheim noch ungeschlagen in dieser Saison, konnte zuletzt beim 3:1 gegen Dresden durch 2 Klasse-Tore von Marc Schnatterer durchaus über Zeugen. Hier hatte aber Darmstadt die Partie in der Hand. Das ist Jovan Jones und nach 11 Spielminuten machte er ja bereits das 1:0. Sein erstes Saisontor hämmert den unhaltbar für Kevin Müller oben rechts rein und das verdiente 1:0. Halbe Stunde gespielt, Darmstadt weiterhin gut auf dem Weg nach vorne. Das hochverdiente 0:2 dann Marcel Heller mit seinem zweiten Saisontreffer lässt wiederum dem Schlussmann der Heidenheimer keine Chance, aber sie hatten die Möglichkeit, um anzuschließen. Robert Glatzel, noch erfolgreich eben gewesen gegen Dresden. Hier scheitert er an Heuer Fernandes. Aber weiterhin war Darmstadt die bessere Mannschaft. Das ist Medojevic, der den Ball irgendwie über die Linie bekommt. Haut da einfach mal aus 16 Metern drauf. Das sieht nicht glücklich aus, was Müller da macht. Verdeckter Schuss ist noch dran, kann aber nichts mehr verhindern. Doch die Gastgeber bewiesen zumindest Moral, sodass Robert Glatzel das 1:3 erzielen konnte. Unten rechts rein für Heuer Fernandes nichts mehr zu machen. Und jetzt noch ein schnelles 2:3. Würde auch nochmal mehr für Spannung sorgen, aber es gelang nicht. Griesbeck scheitert nochmal an Heuer Fernandes. Sodass im Endeffekt Darmstadt hochverdient als Sieger vom Platz geht. Und auch dieses 3:1 geht in der Höhe in Ordnung. Heidenheim fügt sich selbst durch ein schwaches Spiel die erste Niederlage zu. Im Endeffekt ist es Darmstadt, die hier absolut verdient als Sieger vom Platz gehen. Zum Abschluss des vierten Spieltages trafen im Holsteinstadion eben Holstein Kiel und der erste FC Magdeburg aufeinander. Kiel durchaus positiv in die Saison gestartet, stehen auf dem Tabellenplatz 6 mit 5 Punkten. Die bessere Anfangsphase gehörte hier aber den noch sieglosen Aufsteigern aus Magdeburg. Gute Möglichkeit von Kostli, aber auch starke Parade von Kronholm, der die Arme hochreißt und zur Ecke klären konnte. Magdeburg war im ersten Durchgang besser. Die spielbestimmendere Mannschaft. Injowski läuft da seinem Verteidiger davon. Injowski und wieder Kostli. Letztendlich der die Flanke mit dem Kopf auch erwischt, aber zu harmlos, um da Profit rausschlagen zu können. Der geht relativ deutlich vorbei im Endeffekt. Der zweite Abschnitt der ersten Halbzeit gehörte dann nochmal etwas mehr den Kielern. Seidel bringt den Ball rein und dann überragende
Rettungsaktion von Müller, der gerade noch so klären kann und das sichere 1:0 für Kiel verhindert. Im zweiten Abschnitt war Magdeburg wieder etwas spritziger, etwas gefährlicher und Kronholm immer wieder mit klasse Paraden. Kiel wachte relativ spät aus, aber es stand ja eben 0:0. Sodass ein Treffer hier schon für die drei Punkte sorgen könnte. Jasmin Felsic aber macht das noch gut, ist in der Ecke da und pariert zum Eckball. Und Kiel bekam nochmal die Möglichkeit. Abwehrfehler von Beck und dann ist es Lee. Lee mit dem Abschluss. Aber auch glücklos im Endeffekt. Es war ein verdientes Resultat, dieses 0:0 zum Abschluss des vierten Spieltages. Beide Teams mit Möglichkeiten, die mit diesem 0:0 im Endeffekt dann auch leben können. Jo, das war die Prognose zum vierten Spieltag der zweiten Bundesliga. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren. Bedenkt, es ist lediglich eine Prognose. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch noch abonnieren würdet oder einen Daumen nach oben da lassen würdet, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall sonst danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.